Fakt ist zunächst, dass den beiden Konstellationen Zwillings-Merkur-Saturn und Jungfrau-Merkur-Saturn das Denken zu eigen ist. Allerdings in einer ausschließlichen Weise beim Zwillings-Merkur-Saturn. Beim Jungfrau-Merkur-Saturn dient das Denken im Unterschied zum Zwillings-Merkur-Saturn aber einem ganz bestimmten Zweck im Kern. Es hat letztlich viele Zwecke, ja, aber im Kern einen bestimmten Zweck. Und zwar einem Verhalten, das man schlicht, aber glaube ich auf den Punkt, mit vorsichtig sein im Leben beschreiben kann. Vorsehen. Nicht, dass das Eis zu dünn ist, wo wir gerade laufen. Vorsicht, 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 nicht so schnell. Es könnte ja was passieren. Jungfrau Merkur Saturn ist eine Konstellation, die, wenn man versucht, das im Sinne eines Auftrages zu verstehen, dieser Archetyp, ja, Jungfrau Merkur Saturn, der Auftrag lautet: Wende Schaden von der Seele ab. Pass auf den Menschen, der dich hat als Konstellation, auf. Pass auf ihn, pass auf. Die Welt ist voller Gefahren, voller schlimmer Dinge. Es kann dir alles Mögliche zustoßen. Pass auf, mach die Augen auf, mach die Augen auf. Geh nicht einfach so blind über die Straße, da kommen Autos. Sag nicht einfach so, ja, du kannst betrogen werden. Und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Sei vorsichtig. Gut, wenn ich das so schildere, dass das im Kern die Konstellation ist, dann bedeutet das natürlich, dass der wenig Spaß im Leben hat. Jungfrau Merkur Saturn ist die Spaßbremse. Ja. Der Partypooper, wie man so sagt. Ja. Der geht immer ganz früh schon da rein. Okay. Andere sagen, komm, wir fahren in Urlaub. Ja, und Merkur sagt, was? Wir haben gar kein Geld. Oder, wie, was, du willst in Karibik? Bist du? Lass uns lieber ins Fichtelgebirge. Versteht das so? Ja? So, in der so, wie, was, du willst in ein neues? Nein, lass uns lieber in das alte Hotel, wo wir schon, da ging es gerade noch mal so gut. Im Fichtelgebirge. So. Also, Spaß macht er nicht. Es gibt so ein Kinderbuch, das heißt der kleine Angsthase. Ja, ich bin aber heute eine Kolumne gelesen, wo die Oma immer sagt, und das ist gefährlich, und im Wasser kann man ertrinken und das kann alles passieren. Und am Ende ist der ganz vorsichtig, aber kann gar nichts mehr machen. Also die hat das gezogen auf die Politiker, also das war jetzt ein bisschen anders. Aber das fand ich, das passt so. Absolut. Der kleine Angsthase. Absolut. Absolut. Das ist wunderbar, wunderbar. Frühkindlich ist ein Mensch innerhalb dieser Konstellation, also nicht im gesamten Geburtsbild, das weiß man ja nicht, wie das insgesamt, ist das ein kleiner Angsthase. Stimmt. Ja. Das ist auch traurig. Es entsteht daraus beim Jungfrau-Merkur-Saturn sowas übermäßig Penibles, sowas Kleinkariertes. Ich sage auch manchmal früher gab es dann ja auch so der Krämerseele. Ja, so Kleinkrämer, ja. So. Immer so genau gucken, so. Das ist so wie so ein Buchhalter, der irgendwie vollkommen verrückt wird, wenn am Ende ein Cent irgendwie fehlt oder so. Ja?
mal 5 gerade sein lassen. Mal einen Fehler machen. Mal das Geschirr stehen lassen und nicht gleich 2 Minuten nach dem Essen abwaschen. Versteht ihr? Sowas, ja? Also das Doofe ist ja, dass von den Konstellationen, die du hier alle uns ausbreitest, wir ja auch selber welche von haben. Wieso ist das doof? Also. So, ja? Also, versteht ihr, das ist so. Das ist, ich meine, ist ja vielleicht ganz vernünftig, das Essen, das Geschirr gleich abzuwaschen, damit es nicht verkrustet oder. Aber. Wenn man das sein Leben lang macht, ja. Ja, und auch die Gemütlichkeit ruinieren, ne? Andere Menschen auch. Ich schwöre euch, Merkur Saturn setzt garantiert eine Maske auf. Weil für Merkur Saturn ist alles eine Bedrohung. Man könnte Schaden nehmen und das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Es gibt aber auch Konstellationen, die das etwas ausbalancieren. Aber ich habe mal in der Familie als Einzelfallhelferin gearbeitet, da war genau das ganz extrem. Das war gut. Okay. Vieles. Next one? Mhm. Ja. Stier Venus. Achso, Entschuldigung, dass ich mal ist da eine typische Erkrankung? Ja. Also das bevorzugte Revier, was da sehr gerne genommen wird, ist Darm. Darm, ja. Was? Darm, der gesamte Darm. Von vorne bis hinten. Verstorben. Kontrolle. Alles. Mhm.